Wart ihr schon mal am Ende der Welt? Wenn ihr dort vorbeikommt, dann braucht ihr nur 22,4 Schritte weiter zu laufen und 5 große Hüpfer zu machen. Danach geht ihr 7 Schritte rückwärts und dann kneift ihr das linke Auge zu und dreht euch im Kreis. Und dabei zählt ihr bis 11 und schlagt 3 Purzelbäume. Und dann seid ihr da, im Land der Vulkanos. Dort wohnt Krato. Er lebt mit seiner Familie in einem Vulkan. Neben dem Vulkan fließt ein gurgelnder Fluss. Und auf der anderen Seite des Flusses steht ein zweiter Vulkan. In ihm wohnt Flambia mit ihrer Familie. Krato und Flambia sind Freunde. Freunde so dick wie der Zucker in der Zuckerwatte. Aber ihre Familien sind sich spinnefeind. Die Erwachsenen haben sich gestritten. Worüber, wissen sie selbst nicht mehr so genau. Kratos Familie lebt zu laut, unerhört ungesund und ist stinkeschmuddelig, findet Flambias Familie. Und Flambias Familie ist zu langweilig, pingelig, ordentlich und so sportlich, dass einem schlecht wird, findet Kratos Familie. Krato und Flambia finden das alles nur doof. Zum Glück sind sie nicht so blöd wie die Erwachsenen. Sie halten zusammen. Und sie sind Vulkanos. Echte, feurige, knisternde Vulkanos. Vulkanos fackeln nicht lange. Feuerfrei fürs Abenteuer. Herzlich willkommen zu unserer Leserunde. Ich bin Cora Lou und ich lese euch heute den Anfang von Die Vulkanos pupsen los von Franziska Gehm vor. Schönen guten Pups. Es ist ein warmer Vormittag im Tal der Vulkanos. Krato sitzt in der Vulkankammer und isst Brennnesselklopse. Lecker, ruft er und schiebt sich einen Klops in den Mund. Krato könnte den ganzen Tag Brennnesselklopse essen. Doch wer viele Klopse isst, pupst viel. Und ein Pups bei einem Vulkano ist eine brandgefährliche Sache, denn Pups im Anmarsch! Krato springt auf und rennt zum Schlot. Er reicht vom Inneren des Vulkans bis hoch hinauf an den Kraterrand. Krato klettert auf ein Trittbrett, dreht sich um und streckt seinen Po nach oben in den Schlot. Habt ihr schon mal gepupst? Ganz leise? Oder sogar richtig laut? Und habt ihr schon mal einen Pups gerochen? Vielleicht einen süßen rosa Prinzessinnenpups? Oder einen richtig fiesen Stinktierpups, der alle aus den Latschen kippen lässt? Ja? Aber habt ihr einen Pups auch schon mal gesehen? Putsch, Böller, Knatter, dröhnt es aus Kratos Popo. Lodernde Flammen und wild sprühende Funken schießen den Schlot hinauf. Es sieht aus, als würde Krato Silvesterknaller pupsen. Die Flammen und Funken fliegen oben aus dem Krater hinaus. Es riecht nach Schwefel, Rauch und verbrannten Tannenzapfen. Es knattert und sprüht und ballert, denn Vulkanos haben Feuer im Hintern. Krato wackelt mit dem Popo, bis nur noch ein paar graue Wölkchen herauskommen. Dann geht er zurück in die Vulkankammer. Komm, Smog, wir verdampfen, sagt er zu einem Drachen. Der Drache sitzt auf dem Küchentisch. Er ist ungefähr so groß wie ein Eichhörnchen. Wo Krato auch hingeht, Smog kommt immer mit. Krato setzt sich Smog auf den Kopf. Dort sitzt Smog am liebsten. Es ist bequem und die Aussicht ist gut. Manchmal spaziert sogar eine Laus vorbei. Bis bald, Mama, ruft Krato. Seine Mama kocht. Aus einem Topf steigen Funken, Rauch und Sternchen. Sie dreht sich zu Krato um. Aber spiel nicht in den siedenden Sümpfen. Und nicht in der Nebelpampa, auf den Gletschergiganten und in der Steinsteppe. Weiß ich doch, Mama. Krato winkt und huscht im nächsten Moment aus der Vulkankammer. Jedes Mal warnt ihn seine Mama. Dabei muss sie gar keine Angst um ihn haben. Schließlich ist Krato ein Held. Wieso das noch keiner gemerkt hat, ist Krato ein Rätsel. Krato klettert an einer Leiter im Schlot hinauf und nach draußen.
Dann rutscht er den Vulkan auf seinem Popo hinunter. Es staubt und holpert herrlich. Schon von weitem sieht er seinen Papa. Er steht auf dem Brennnesselfeld hinter einem Zugdrachen. Der Drache ist so groß wie ein Nilpferd und schleift einen Flug hinter sich her. Jetzt gibt's gleich lecker Dornensmog, sagt Krato. Sein kleiner Drache schnauft vor Vorfreude lila Wölkchen aus der Nase. Krato läuft am Brennnesselfeld entlang. Er stellt sich vor, die Nesseln würden ihre haarigen Fangarme nach ihm ausstrecken. Doch Krato wehrt sie mutig mit bloßem Arm ab. Dann schlängelt er sich durch ein Distelbeet. Die Stacheln schnappen wie Monsterzähne nach ihm. Keine Angst, Smog, sagt Krato und bringt die Disteln mit einem bitterbösen Blick zum Erstarren. Schließlich hüpft Krato zu den Dornbüschen. Dort pflückt er eine Handvoll Dornen von der Stachelbeere. Die frisst Smog am liebsten. Smog sitzt auf Kratos Kopf und futtert Dornen, dass es knackt. Krato wirft sich ein paar Stachelbeeren in den Mund, schiebt sie mit der Zunge in die Backen und klatsch, haut er sich volle Kanne auf die Wangen. Die Beeren zerflutschen prima pampig. Jetzt muss Krato sich aber auf den Weg machen. Er ist mit Flambea verabredet. Wie jeden Morgen treffen sie sich auf der Brücke, die über den gurgelnden Fluss führt. Aber an diesem Morgen ist alles anders. Ich hoffe, dass euch die Geschichte heute gefallen hat. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, findet ihr das Buch Die Vulkanus pupsen los, vielleicht in einer Bibliothek und könnt es zu Hause weiterlesen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Bild oder mehrere Bilder malen würdet, vielleicht von den Vulkanus oder von den Abenteuern, die Krato mit Smog und Flambea als nächstes erlebt. Die Bilder könnt ihr gerne an die Adresse zum Haus der Jugend schicken. Wir freuen uns sehr. Und vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.